zusammen aus dem Klinikum Fürth. Wir sind mitten in der fünften Welle der Omikron-Welle, haben irre hohe Infektionszahlen draußen, über 200.000 Neuinfektionen pro Tag. Die Inzidenz steigt auf über 1.000. Und die Schwerpunkte und Problemfelder in dieser Pandemie haben sich komplett verändert für die Kliniken. Bislang waren es ja immer die Intensivstationen, die eine Rolle spielen, jetzt sind die Problemfelder ganz andere. Und deswegen haben wir uns als Klinikum gedacht, es ist wieder Zeit, dass wir Sie regelmäßig informieren, aus der Klinik sozusagen von der Pandemiefront, wie ist eigentlich die Lage für Sie als Bevölkerung und diese Information auch für die Medien gedacht, weil aus unserer Sicht ist es sehr, sehr wichtig, kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Wie ist bei uns die Situation? Auf der Intensivstation haben wir nur noch 3 Patienten mit Omikron liegen, 2 davon noch aus der Delta-Welle, eine Patientin mit Omikron, die hat es aber sozusagen nur als Co-Infektion, die ist eigentlich wegen einer anderen Erkrankung bei uns in der Klinik. Das heißt, auf der Intensivstation haben wir da im Moment gar keine Not, was Omikron betrifft. Auf der Normalstation haben wir 25 Patienten mit einer positiven Corona-Infektion und das ist ganz gemischt. Das sind Patienten, die teilweise wegen der Infektion da sind, teilweise wegen anderer Erkrankungen. Und diese Zahlen haben sich im Laufe dieser Woche verdoppelt. Anfang der Woche hatten wir noch 11 bis 12 Patienten auf den Normalstationen, jetzt haben wir 25. Und das ist das eigentlich größte Problem für die Kliniken im Moment, die Personalausfälle. Wir hatten Anfang Januar bei all unseren Pflegekräften 50 Pflegekräfte, die wegen Erkrankungen ausgefallen sind. In dieser Woche pendelt sich jetzt die Zahl der Ausfälle ungefähr bei 95 bis 100 ein. Das heißt, 95 bis 100 Mitarbeiter von uns sind entweder erkrankt, sind in Quarantäne und erkrankt heißt nicht nur Corona, sondern auch andere Infektionskrankheiten, die im Moment so umgehen. Und gleichzeitig haben wir weiterhin einen hohen Andrang an Patienten ohne Corona, die wir auch versorgen müssen. In dieser Zwickmühle befinden wir uns. Wir kriegen das im Moment hin, organisieren jeden Tag neu und sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. So viel, ein kurzer Zwischenstand von der Lage in den Kliniken. Wir werden Sie auch die nächsten Tage immer auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie, bisher habe ich immer gesagt, gesund und zuversichtlich. Ich füge jetzt noch ein Wort hinzu, auch wertschätzend im Umgang miteinander. Ihr Team vom Klinikum Fürth.